Meine Lieben, es ist Mittwoch und ich hocke mal wieder vor meinem Schreibtisch. Ich denke, ihr wisst, was das heißt. Richtig, Uhrensammlungsreview. Auf geht's! Hallo, moin und willkommen, meine Lieben, zum Review von Nassis Uhrensammlung. Es ist eigentlich eine Familiensammlung. Alle haben mitgeholfen. Es sind noch ein paar Uhren von seiner Frau, von der Bernadette, mit dabei. Und die Delia, die hat auch ganz lieb mitgeholfen bei den Videos, mit mir kommuniziert, beim Hochladen geholfen. Delia, nochmal vielen Dank für deinen Support. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt zusammen mal eine richtig schöne, ausgewogene und stimmige Sammlung an. Viel Spaß! Wir haben richtig schöne Breitling-Modelle in der Sammlung. Ich bin Breitling-Fan, dementsprechend fangen wir dieses Mal an mit Breitling. Und hier dann mit dem Breitling Premier Chronograph, ein anthrazitfarbenes Ziffernblatt, natürlich zwei Totalisatoren, Datum dann auf der 6-Uhr-Position, am Krokodillederband, super elegant. Also die Premier habe ich vorher auch ein bisschen unterschätzt, bis ich mal ein paar Varianten auch zum Review hatte bei mir. Und ich finde die Uhren mittlerweile richtig klasse. Sie sind typisch Breitling, sie haben ihre eigene Breitling-Geschichte, sind aber, ja, wie soll ich das sagen, eher dem Dress-Chronographen-Bereich zuzuordnen. Uhr Nummer 2 ist eine Super Ocean, und zwar hier die mit dem hellblauen Blatt. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an meinen Breitling-Haul, den ich mit dem Benedikt von Juweler Altair gedreht habe. Da hatten wir die Uhr auch mit dabei. Es ist ein wunderbarer Sommerdiver. Ich hoffe, dass Breitling vielleicht irgendwann genau diese Super Ocean-Variante auch mal ein bisschen größer raus. Ausbringen, weil für den Sommer Wahnsinn. Das Ziffernblatt, die blaue Farbe, wie sie da gewählt haben, ist, wie ich finde, super getroffen. Ich finde schön, dass die Uhr mit in der Sammlung ist und es ist einfach ein klasse Diver. Und wo wir schon bei der Super Ocean sind, gehen wir zu Super Ocean Heritage 2. Natürlich mit dem Tudor-Werk drin. Wir haben eine Keramiklünette. Ich mag die Super Ocean Heritage gerade im Blau und meiner Meinung nach gerade mit dem Kautschukband die beste Kombination, die man so wählen kann. Ich mag das normale Meshband, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz so gerne. Ich hatte selbst die Super Ocean Heritage 1 in meiner Sammlung. Ich habe sie nur am Ocean Racer getragen. Dieses Mesh-Kautschukband ist für mich so die perfekte Alternative, wenn man das normale Stahl-Meshband nicht mag. Es ist bequem, ist nicht so schwer, perfekter Sommerdiver, auch hier komplett im Blau. Und ich finde, gerade in der Konstellation lässt sich die Uhr perfekt tragen im Sommer, aber wenn man will, auch ein bisschen dressiger. Ist jetzt keine Dressuhr als solches, aber schon ein sehr eleganter Diver. Und die vierte Uhr im Bunde ist ein Breitling Chronomat, ein alter Bekannter, wie ich finde, denn ich hatte damals mal ein Uhrenkaufsvideo gedreht mit dem Bernhard und der hat sich genau auch für diese Variante entschieden, nämlich den Breitling Chronomat B01 in 42 mm mit grünem Blatt. Und das Grün, das Sonnenschiffblatt, ist wirklich der Knüller. Kombiniert natürlich am Rouleauband. Was soll ich dazu noch sagen? Ich mag den Chronomaten als solches, ich mag die aktuelle Chronomatenlinie. Und mit dem Blatt wirklich ein Traum. Und ich finde, das Ganze rundet dieses Breitling-Sortiment der Sammlung sehr gut ab. Als nächstes haben wir einen sehr schönen Mix, wie ich finde, vor uns. Tissot, Mido, Seiko, aber auch Gucci. Das Gucci-Modell kannte ich so nicht. Ist aber eine sehr elegante Damenuhr, kombiniert Schmuck mit Uhr und das gefällt mir sehr gut. Und auch die Tissot gefällt mir richtig gut. Wir haben hier einen Tissot-Chronographen mit einem Perlmutt-Ziffernblatt. Auch die Uhr, klar, ein bisschen sportlicher. Diese Ziffernblätter haben eine ganz tolle Struktur, je nachdem wie das Licht drauf fällt. Mega. Und passend dazu, alternativ dazu, ist natürlich auch eine Mido mit dabei. Eine Mido Commander. Die Uhr ist für mich der Klassiker von Mido. Mido ist sowieso eine sehr unterschätzte Marke. Wird kaum irgendwie gepusht von der Swatch Group. Ich kann es gar nicht verstehen, warum. Weil die haben so einige Klassiker bei sich im Sortiment, die man leider viel zu selten sieht. Und die Commander, gerade in der Variante, absolute Top-Uhr. Gefällt mir sehr gut. Schönes Werk drin, schöne Verarbeitung, tolle Historie. Guckt euch da gerne auch mal ein bisschen um. Mido Commander ist definitiv eine sehr interessante Armbanduhr.
Und elegant wird's auch noch, und zwar mit der Union Glashütte. Das ist eine sehr schöne Dressuhr, helles Ziffernblatt. Wir haben diese Gold-Highlights, Indizes, Zeiger und eine Gangreserveanzeige. Sehr dressig, aber nicht zu dressig, und finde ich schön, dass er sie in der Sammlung hat. Und wenn wir über Diver sprechen, beziehungsweise über Uhrensammlung als solches, finde ich, muss eine Seiko da rein. Er hat einen Seiko Prospects Diver. Hier dann auch wieder mit einem sehr schönen blauen Ziffernblatt. Auch hier Seiko und Ziffernblätter par excellence. Ich bin immer noch froh, dass ich meine Turtle mit in der Sammlung habe, die Great White Shark Special Edition. Auch da, das Ziffernblatt ist einfach was ganz Besonderes. Passt sehr gut, ist einfach auch eine tolle Bieteruhr, wenn man so möchte. Und gehört einfach irgendwie dazu. Ohne Seiko ist das doch alles nichts, oder? Meine Lieben, ich hatte am Anfang ja schon gesagt, es ist eine sehr feine Sammlung. Und ich bin da ein bisschen vorbelastet, weil der Lassi und ich, wir scheinen ja sehr ähnlich zu ticken mit unserem Uhrengeschmack. Was auch die nächste Uhr bestätigt, und zwar ist das eine Panerai. Hier dann allerdings eine mit 1950er Gehäuse, Datumskomplikation, also Automatikwerk, strapfreundlich allemal. Ich mag die 1950er Gehäuse. Ich rock meine PEM auch nach wie vor. Review kommt, seid auch da gespannt. Ja, mit Panerai ist man da dementsprechend schon die ganze Zeit am gucken, was man noch so für Bänder dranhauen könnte. Ich hoffe oder denke mal, dem Lassi geht es da genauso. Die PEM als solches im 1950er Gehäuse auf jeden Fall. Richtig cool, mein Geschmack. Genauso wie die nächste Uhr von Tudor. Tudor Black Bay Red. Also eine normal große Tudor Black Bay in 41 mm Durchmesser mit dem Tudor Inhouse-Werk roter Lünette. Auch das ist wieder so mein Geschmack, vor allem weil er diese dann auch am Lederband trägt. Diver und Lederband kann man natürlich diskutieren, meine Lieben. Aber Panerai, da gehört ein Lederband dran, ist eigentlich ein Diver. Die Tudor Black Bay, sie hat halt diesen Vintage, diesen Retro-Charme. Ich denke, auch da geht genau dieses Lederband sehr gut. Ich hatte sie in der Konstellation auch schon mal im Arm beim Uhren-Event und mir gefällt die Variante. Das Lederband trägt sich gut, wir haben eine schöne Faltschließe und es harmoniert mit dem Vintage-Look. Also PEM und Black Bay am Lederband kann man machen, gehe ich mit und finde beide sehr klasse. Bevor wir uns den Rolex-Modellen widmen, würde ich sagen, gucken wir uns auch die Omega-Sparte in der Sammlung an. Hier hat er zwei Varianten, und zwar die Omega Seamaster Professional. Einmal die, ich sag mal, Glossy-Variante mit der Keramiklunette, Keramikblatt, aber der glatten Variante. Wunderschöne Uhr, schwarzes Ziffernblatt, schwarze Lunette, Automatikwerk. War für mich auch eine sehr klassische und sah der ursprünglichen Bond Seamaster, die Pierce Brosnan getragen hat, durchaus ähnlich. Variante Nummer 2 ist auch mein Favorit aus der aktuellen Kollektion, ist auch wieder die Seamaster, dann aber mit silbernem oder gräulichem Ziffernblatt, blauen Indizes, blauen Zeigern, blauer Keramiklunette am blauen Kautschukband. Auch hier finde ich dieses integrierte Kautschukband perfekt. Kautschukband und Diver weiß ich mittlerweile auch sehr zu schätzen, beziehungsweise ich rocke ja auch meinen Breitling Avenger sehr gerne am Ocean Racer Band. Gerade bei der Omega Seamaster, bei der aktuellen Variante, mögen viele nicht das Stahlband, weil sich das nicht verjüngt. Es ist sehr präsent, trägt sich breiter und da ist das Kautschukband, finde ich, eine sehr gute Variante. Von daher zwei sehr schöne Varianten der Seamaster. Dann lass uns mal über Rolex sprechen, ne? Vier Kronen sind in der Sammlung. Ich fange mit der kleinsten an und zwar ist das die Rolex Oyster Perpetual Date, nicht Datejust. Ich meine, die Perpetual hat 34 mm, die Datejust hat dann 36 mm mit einem. Ja, was ist das? Lachsfarbenen, / kupferfarbenen Sonnenschliffblatt. Auf jeden Fall eine sehr schöne Farbkombination und dann mit glatter Stahllünette am Oysterband. Eine perfekte Kombination. Ich bin da etwas altbacken. Wenn Oysterband, dann auch glatte Lünette und wenn Jubileeband, dann natürlich die geriffelte Lünette. Und siehe da, auch da haben wir was in der Sammlung und zwar eine Datejust in Stahlgold. Auch das noch, wisst ihr, da gebt ihr Mr. B das Herz auf. Interessant fand ich, dass diese von beiden getragen wird, also von der Bernadette und vom Lassie. Da möchte ich nicht dazwischen stehen, wenn beide mal am selben Abend die gleiche Datejust tragen möchten. Auf der anderen Seite haben wir auch noch eine GMT Master Pepsi in der Sammlung und der Lassie hatte sich dafür dann noch das Jubileeband geordert, zusätzlich. Und dann können beide wieder Jubileeband tragen.
GMT Master ergänzt natürlich auch wieder eine Komplikation in der Sammlung. Also wir haben Dressuhr mit Ganganzeige, wir haben Chronographen, wir haben Taucheruhren. Jetzt haben wir dann auch noch eine Zeitzonenuhr, eine GMT-Uhr oder eine GMT-Komplikation mit dabei. Sehr stimmig, soweit wie ich finde. Und wem das alles noch nichts ist, hat er eine sehr interessante Rolex, nämlich die Rolex Yachtmaster, auch noch im Programm. Hier, wie ich finde, die modernere Variante mit dem grauen Ziffernblatt und der blauen Sekunde. Also blau bei der Super Ocean Heritage mit dabei, dann natürlich bei der Omega Seamaster, jetzt bei der Yachtmaster. Auch da erkennt man so einen leichten Trend, eine gewisse Vorliebe. Blau ist aber auch schön. Und ja, wie gesagt, Yachtmaster auch unterschätzt von Rolex, finde ich. Und ergänzt das Quartett, denke ich mal, sehr gut. Das Problem ist, wir sind bei der Sammlung wieder verdammt gut aufgestellt. Wir haben Dressuhren, wir haben Chronographen, wir haben Taucheruhren, wir haben eine GMT-Komplikation, wir haben dressige Chronographen und beide sammeln, das heißt die Lassie und die Bernadette. Dementsprechend habe ich mir überlegt, warum schlägst du nicht für beide was vor? Denn es gibt auch schöne Partneruhren. Anfangen möchte ich da mit der Cartier Santos. Sie würde auf der einen Seite, ich würde sagen, diesen dressigen Sportuhrenbereich abdecken mit integriertem Band. Okay, sort of integriertem Band. Was auf der anderen Seite auch eine Royal Oak oder eine Vacheron Constantin Overseas abdecken könnte. Trotzdem, die Santos finde ich genial. Gerade ob ihrer Historie und sie gibt es in unterschiedlichen Größen. In Large für den Nassi und in Medium dann vielleicht für die Bernadette. Und auch da kann man wieder mit Farben spielen, mit Ziffernblattfarben, beziehungsweise man könnte zum Beispiel die Large-Variante nehmen mit der schwarzen Nette, mit dem grauen Ziffernblatt am Kautschukband oder aber Stahlgold, Two-Tone da noch mit reinnehmen. Also austoben kann man sich da wirklich sehr, sehr gut. Vorschlag Nummer 2 geht Richtung IWC, Richtung klassische Fliegeruhren. Klar, der Breitling Chronomat ist ein Flieger, trotzdem so eine klassische Fliegeruhr von IWC. Hier dann vielleicht den IWC Chronographen mit grünem Ziffernblatt, Sonnenschliffblatt, hatte ich jetzt auf dem IWC AMG Event noch selbst am Arm. 41 mm, aber trotzdem viel Präsenz, weil sehr großes Blatt und schmalere Lunette. Und auch da kann man dann, wenn man möchte, wenn es denn überhaupt sein muss, noch eine kleine Variante, die normale IWC nehmen. Oder man guckt sich die Le Petit Prince Varianten an von der normalen IWC Mark 1718 in Blau und dem IWC Chronographen in Blau. Mein letzter Vorschlag bzw. meine letzten zwei Vorschläge sind so ein bisschen die Wildcards, denn wir haben einen sehr schönen Bereich bis jetzt abgedeckt in der Sammlung. Also Rolex, Omega, Breitling, das ist schon sehr gut aufbestellt. Man könnte versuchen, vielleicht einen Schritt höher zu gehen, auf der einen Seite gegebenenfalls Richtung AP Royal Oak. Nicht zu bekommen, sagt ihr, Moment, Royal Oak Offshore und dann den Diver. Auch da wird man drauf warten müssen, aber normalerweise kommt man an die Offshore-Modelle ganz gut ran und ich mag den Diver. Es ist nochmal ein bisschen was anderes, man hat trotzdem diese klassische Royal Oak Form. Bisschen größer, aber auch das wieder kombiniert mit dem Kautschukband. Super geniale Uhr. Oder aber wir gucken Richtung Vacheron, Richtung Overseas, hier dem zuletzt vorgestellten Modell. Dann an dem Textilband, auch das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Wir haben noch mal ein bisschen eine andere Farbkombination dabei, so ein Hauch von Orange noch mit dabei. Das wäre auch noch ein Modell, was ich in der Sammlung sehen würde. So, meine Lieben, das war's dann aber auch mit dem Review von Lassies Uhrensammlung, von der Familienuhrensammlung. Bernadette, Delia, Lassie, nochmal vielen Dank fürs Einschicken der Videos von euren Uhren und danke dafür, dass ihr sie mit der Community hier teilt. Meine Lieben, wie immer bin ich natürlich auch gespannt auf eure Meinung. Was haltet ihr von der Sammlung? Was haltet ihr von meinen Empfehlungen? Was würdet ihr gegebenenfalls noch ergänzen? Teilt das mit mir und der Community unten im Kommentarfeld. Ich freue mich wie immer darauf, euch da unten zu lesen. Ihr Lieben, ich wünsche euch allen jetzt noch eine richtig schöne Restwoche, einen guten Start ins Wochenende. Ich freue mich darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Sage goodbye und auf Wiedersehen. Euer Konstantin. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.